Diese Männer sind Schriftsetzer. Buchstabe für Buchstabe setzen sie eine Zeitung. Jahrhundertelang gibt es keine andere Möglichkeit, ein Buch zu drucken. Heute sind Schriftsetzer überflüssig geworden. Die Anforderungen der Wirtschaft haben sich verändert. Manche Berufe verschwinden, neue Berufe entstehen. Doch warum ist das so? Und wie verändert sich die Wirtschaft eigentlich? Schauen wir uns an, warum die österreichische Wirtschaft so ist, wie sie ist. Durch den Zweiten Weltkrieg wird Österreich in Schutt und Asche gelegt. Das Land ist 10 Jahre nach Kriegsende besetzt. Wichtige Teile der Infrastruktur sind zerstört. Fabriken, Straßen, Eisenbahnlinien, vieles unbrauchbar. Doch die österreichische Wirtschaft erholt sich so schnell, dass bald von einem Wirtschaftswunder gesprochen wird. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Der Marshallplan war definitiv das längste und größte Hilfsprogramm für nicht nur für Österreich, sondern für ganz Europa. Die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, allen voran die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion, wollen einen starken Einfluss auf Länder wie Österreich und insbesondere Deutschland gewinnen. Die USA, die den sogenannten Westen dominieren, setzen auf Marktwirtschaft. Die Sowjetunion im Osten auf staatlich organisierte Planwirtschaft. Die Idee des Marshallplans war auch, den Kommunismus in Europa einzudämmen. Es gab starke kommunistische Parteien, vor allem in Italien und Frankreich. Und es gab natürlich die Sowjetunion, unter deren Einflussbereich große Teile von Europa gestanden sind. Die USA schnüren ein Hilfspaket für die Wirtschaft, das Westeuropa mit amerikanischem Geld schnell wieder auf die Beine bringen soll. Das Programm wird nach dem US-Außenminister George Marshall benannt. Österreich hat an viele Länder, an viele kommunistische Länder angegrenzt. Und es gab auch historisch sozusagen starke wirtschaftliche Beziehungen mit dem Osten. Aber durch diese Sonderstellung war man bei Österreich auch besonders großzügig. Das heißt, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern musste Österreich am Ende das Geld des Marshallplanfonds auch nicht zurückzahlen, sondern hat es geschenkt bekommen. Dieses Geld wird verwendet, um Hilfsgüter zu kaufen und zerstörte Fabriken und Transportwege wieder aufzubauen. Deutschland und Österreich profitieren vom gegenseitigen Aufschwung. Im Vergleich zu heute ist der österreichische Arbeitsmarkt damals in einem komplett anderen Zustand. Beispielsweise, wenn Sie zurückgehen in den 1950er Jahren, waren ungefähr 50% der unselbstständig Beschäftigten in Österreich in der Sachgütererzeugung, im Bauwesen oder in der Energie- und Wasserversorgung tätig. Sachgütererzeugung darin enthalten sind beispielsweise die Nahrungsmittelindustrie, die Textilindustrie, Holzindustrie, Metall, Maschinen, Elektro, Auto, also sehr, eigentlich mehr oder weniger der gesamte Produktionsbereich. 50% der Beschäftigten. Weitere 40% waren im Dienstleistungssektor beschäftigt. Dazu zählen beispielsweise der Tourismus, der Handel, die ganzen öffentlichkeitsnahen Dienstleistungen beispielsweise. Und 10% waren in der Land- und Forstwirtschaft tätig. Durch das frische Kapital und das neue Know-how durch den Marshallplan orientieren sich die österreichischen Betriebe mehr und mehr am Export. Der Handel mit den Nachbarländern steigt und steigt. Doch nicht nur das Geld der USA hilft der österreichischen Wirtschaft. Die Idee der Sozialpartnerschaft nach 1945, und das ist, glaube ich, wichtig, war, dass man versucht hat, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen. Also in der Ersten Republik, beziehungsweise auch davor, es war klar, die Handelskammern, die heutige Wirtschaftskammer, die hat schon viel länger existiert als zum Beispiel die Arbeiterkammer, die Vertretung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und die Idee nach 1945 war, diese beiden Institutionen sollen auf Augenhöhe miteinander sprechen können. Die Verhandlungen über Löhne und Preise sollen auch auf Augenhöhe stattfinden. Das war eine wichtige Idee und ein wichtiger Schritt, um sozusagen aus der Krise herauszukommen, gemeinsam. Die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Interessensvertretern wird beibehalten und wird bis heute Sozialpartnerschaft genannt. Zu den Sozialpartnern gehören der Gewerkschaftsbund, die Arbeiterkammer, die Wirtschaftskammer und die Landwirtschaftskammer. Die Nachkriegswirtschaft in Österreich folgt noch nicht den Regeln der Marktwirtschaft
Um Krisen zu vermeiden, stimmt sich die österreichische Regierung bei wirtschaftlichen Fragen mit den Interessensvertretern der Industrie, der Arbeiter und der Bauern ab. Die enge Zusammenarbeit bewährt sich. Die Wirtschaft wird so gesteuert, dass es in der Regel faire Preise für die Unternehmer und Bauern und faire Löhne für die Arbeiter gibt. Hier gibt es einfach unterschiedliche Interessen und die Idee war, dass man das nicht nur auf der Straße ausgleicht und mit kriegerischen Auseinandersetzungen, mit Streiks, sondern dass man versucht, sich an einen Tisch zu setzen und eben als Voraussetzung auf Augenhöhe miteinander verhandelt darüber. Der Aufschwung geht bis in die 1960er und 1970er Jahre weiter. Die Wirtschaft wächst, die Löhne und somit auch Steuereinnahmen des Staates steigen. Außerdem kommen Zehntausende jugoslawische und türkische Gastarbeiter in dieser Zeit nach Österreich. Sie arbeiten großteils auf österreichischen Baustellen und haben somit einen wichtigen Anteil am Fortschritt des Landes. 1960er, Anfang 70er Jahre, als wir erstmalig in Österreich mehr unselbstständig Beschäftigte hatten im Dienstleistungssektor als in diesem Produktionsbereich. Der Produktionsbereich hat ab dem Zeitpunkt anteilig weiter verloren. Produktionsbereich ist weiter angestiegen. Auf der anderen Seite die Land- und Forstwirtschaft ist von 10% sukzessive runtergegangen auf unter 1%. Und mittlerweile haben wir in Österreich, also mittlerweile 2019, haben wir 75% der unselbstständig Beschäftigten in Österreich, die im Dienstleistungssektor beschäftigt sind. Also das heißt von 40 auf 75%. 25% in der Produktion. Also das heißt, da haben wir eine Halbierung von 50 auf 25%. Und dann weniger als 1% nur noch in der Land- und Forstwirtschaft. Unter Bundeskanzler Bruno Kreisky wird der Sozialstaat stark ausgebaut. Er führt wichtige Reformen für die Justiz und das Bildungssystem durch. Als der Wirtschaftsaufschwung nachlässt, schraubt Kreisky die Staatsausgaben nach oben. Man nennt das heute Austro-Keynesianismus. Der Begriff ist im Nachhinein geschaffen worden. Die Idee war, dass man die österreichische Wirtschaft modernisieren möchte. Deshalb hat man einen großen Fokus auf Investitionen im Bausektor gelegt, also dass man Straßen baut, Brücken baut, Schiene baut, die Bahninfrastruktur gut ausbaut und so weiter. Weil Investitionen haben eben den gleichen Effekt wie der Konsum. Wenn man eine Brücke baut, dann beauftragt man Unternehmen, die einerseits Materialien kaufen, wodurch sie wieder anderen Unternehmen Geld geben, die diese Materialien zur Verfügung stellen und die Arbeiter und Arbeiterinnen anstellen, um diese Brücken zu bauen. Und auch die wiederum verkonsumieren ja dann ihren Lohn. Schon während der Kreisky-Ära zeichnet sich ein Ende der goldenen Jahre ab. Das war, als die sogenannte Ölkrise stattgefunden hat, ist es dann ins Defizit gegangen. Und da musste man dann Schulden aufnehmen, um die Investitionen und die Nachfragestützung weiter tätigen zu können. Dass mir ein paar Milliarden mehr Schulden weniger schlaflose Nächte bereiten, als ein paar hunderttausend Arbeitslose mehr bereiten würden. Grundsätzlich ist es nicht per se verwerflich, gerade in der Krise Schulden zu machen. Aber sozusagen, wenn die Konjunktur dann wieder gut läuft, dann müssen diese Schulden auch wieder zurückbezahlt werden, Schulden auch wieder abgebaut werden. Die wichtigen Ereignisse in der europäischen Geschichte beeinflussen natürlich auch die Wirtschaftslage und den Arbeitsmarkt. Österreich tritt der EU bei und führt den Euro als Währung ein. Die Globalisierung der Weltwirtschaft schreitet voran. Die großen Veränderungsprozesse haben stattgefunden im Unternehmen durch die Automatisierung der Produktion, weil die Produktion sich dann durch die Maschinen verändert hat. Und die Digitalisierung ist das Sahnehäubchen gewesen. Sprich eben, wo dann die einzelnen Prozesse dann noch in Kombination mit digitalen Technologien verbunden worden sind. Aber die großen Veränderungen, gerade in der Produktion, war nicht die Digitalisierung, sondern es war die Automatisierung des Produktionsprozesses. Die Corona-Krise wird die Wirtschaftssituation in Österreich und der gesamten Welt nachhaltig beeinflussen. Das Ausmaß lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Das ist nichts Neues, sondern diese Veränderungsprozesse haben immer schon stattgefunden, sie finden statt und werden auch künftig weiter stattfinden. Die große Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, ist vor allem die Geschwindigkeit. Mit welcher Geschwindigkeit passieren diese Veränderungsprozesse? Und das ist eine der großen Herausforderungen, vor der wir gegenwärtig stehen.
Dieses Video ist im Rahmen der Aktionstage Politische Bildung entstanden. Vielen Dank an unseren Kooperationspartner Zentrum Polis, Politik lernen in der Schule.